Hi Leute, ich bin's Albert von windowsarea.de und hier haben wir den Asus Transformer Mini, den packen wir heute aus. Das ist ein Convertible Notebook mit 10 Zoll Display und der ist im Zuge der IFA 2016 noch vorgestellt worden. Und erstmal fangen wir gleich mal an mit den Spezifikationen hier außen. Das steht hier auch auf der Verpackung. Es ist hier ein weißes Gerät mit grünem Dock. Also mit dem Tastaturdock. 10,1 Zoll Display, soweit ich weiß, HD. Wird betrieben von einem Intel Atom X5 Prozessor. Also den neuesten Atom Prozessor, den es auf dem Markt gibt. Das ist der Z8350. 4 GB Arbeitsspeicher gibt es und 4 GB an internem Speicher und auch Unterstützung für WLAN AC. Ich habe hier das Siegel schon aufgemacht und dann mache ich mal hier die Verpackung auf. Und wir werden auch gleich begrüßt von hier dem Asus-Motto sozusagen, dem Leitspruch in Search of Incredible. Und hier ist auch gleich das Gerät samt diesem Multifunktionscover, das wir auch schon vom Microsoft Surface kennen. So, hier haben wir das Gerät. Interessant, hier gibt es einen Fingerprint-Scanner. Hier ist der Kickstand. Ja, recht einfach lässt sich das nicht aufmachen. Und hier haben wir dieses türkis hellblaue Cover und hier dann die Tastatur. Schauen wir erstmal noch weiter, was es hier in der Verpackung gibt und dann schauen wir auch uns nachher noch das Gerät an. Hier ist das USB-Netzteil. Eine Anleitung, was auch immer, Benutzerhandbuch und so, jetzt wird's spannend. Ein Micro-USB-Kabel, leider. Also kein USB-Typ-C-Kabel, muss ich ehrlich sagen, hätte ich mir gewünscht. Aber man lädt das Ding noch über Micro-USB. Ich vermute entsprechend langsam. So, aber gleich weiter zum Gerät. Wir waren schon an der Außenseite, wie bereits erwähnt. Hier ein Fingerprint-Scanner. Dann hier der Kickstand, der sich dank ja, dieser Seiten hier auch sehr einfach aufmachen lässt. Und geht hier bis zu dem Winkel etwa. So, weiter geht's nicht. Hab auch wirklich keine Angst, dass der bricht oder kaputt wird. Ist relativ solide. Und jetzt am Anfang zumindest, ich glaube, das legt sich dann nach der Zeit ein bisschen schwer zu bewegen. Also mit einem Finger geht das nicht so einfach. Aber, und vor allem das Schließen hier, die ersten 30 Grad etwa sind ein bisschen schwer im Vergleich zum Microsoft Surface, aber das ist jetzt auch hier ein ganz anderer Preisbereich. So, dann kann man das aufklappen, so wie man es mag. So, Asus Collection steht hier und hier ist dann auch das Gerät. So, schauen wir gleich mal zuerst noch an die Seiten. So, auf der rechten Seite haben wir den Lautsprecher sowie die Lautstärkewippen hier. Die sind etwas billig, etwas tief verarbeitet, aber persönlich stört es mich nicht. Also ich glaube, daran kann man sich schon gewöhnen, vor allem wenn man weiß, wo sie positioniert sind. Auf der linken Seite haben wir den Micro-USB-Port, Micro-HDMI-Port, einen vollen USB 3.0-Anschluss und den 3,5 mm Audio-Anschluss. So, und jetzt klappe ich es tatsächlich mal auf. Gleich mal sehen, ob das ohne zu schauen geht. Ja, beinahe. Beinahe. Bisschen schwierig ist es doch. Vor allem, weil diese ersten 30 Grad beim Aufklappen des Kickstands sind dann wirklich, wirklich schwer. So. Tastatur ist natürlich entsprechend klein und ich hoffe, das Ding ist jetzt aufgeladen. Ist es leider nicht. So, jetzt ist auch die Einrichtung beendet und ich habe mir jetzt auch einen kurzen Eindruck von der Tastatur machen können, vom Touchpad, auch generell von der Performance von dem Gerät. Etwa 6 Minuten hat die Einrichtung, also dieser Hallo-Bildschirm von Windows gedauert. Und jetzt ist das Gerät bereit. Was ich hier ablesen kann, das Gerät ist 800 Gramm leicht, ohne Tastatur natürlich, hat ein Metalldesign hier, auch den Fingerprint-Sensor zum Einloggen, den probieren wir nachher dann noch im Video aus. Ich habe jetzt vorhin hier die Helligkeit angeklickt. Und es tut sich irgendwie gar nichts. Wir es gleich nochmal.
Touchscreen sollte eigentlich gehen, will er aber gerade nicht. Beziehungsweise das Infocenter will nicht. Kann daran liegen, dass keine Updates installiert sind, dass Windows ein bisschen rumzickt derzeit. Aber unerfreulich ist es dann doch, wenn man es gerade ausgepackt hat. So. Einstellungen. Okay, Helligkeitsstufe. So, das ist die maximale Helligkeit. Ist auch durchaus beeindruckend. Ich hoffe, man sieht das jetzt auch so im Video. Ich habe hier relativ helles Licht und kann auch den Bildschirminhalt perfekt sehen, also überhaupt keine Probleme. So, und jetzt hoffen wir mal, dass hier alles funktioniert. Ja, jetzt geht's. Perfekt. Und ja, erstmal zur Tastatur. Sie ist sehr leichtgängig, das heißt, man kann, also ich zumindest, kann sehr schnell, sehr leicht drauf schreiben. Die Tasten sind in der Höhe ein bisschen klein. Das hat wohl Asus auch so gemacht, damit sie auch hier ein relativ großes Touchpad platzieren können. Das ist schnell, reagiert auch ziemlich präzise dafür, dass das hier ein ja, nur ein paar Millimeter dünnes Cover ist, das man übrigens natürlich auch entfernen kann, wie bei den Surface-Geräten. Und ich muss sagen, mir gefällt es vom ersten Eindruck sehr. Es ist hochwertig verarbeitet. Der Fingerprint-Scanner scheint zumindest bei der Einrichtung jetzt gut zu funktionieren. Probieren wir es jetzt gleich mal aus. So. Fingerabdruck wurde nicht erkannt. So. Hat funktioniert und ich werde eingeloggt. Also das ist ja auch okay. Nicht beim ersten Versuch, aber mit der Zeit lernt das System auch und wird dann auch entsprechend besser. Der Kickstand ist nicht der tollste, nicht natürlich vergleichbar mit Microsoft Surface-Geräten, aber entsprechend dem Preis von dem Gerät, etwa 350 Euro, ich weiß nicht, was ich genau gezahlt habe, ist das auch sehr solide, weil ich habe hier überhaupt keine Angst, dass der irgendwie runterfallen könnte oder irgendwas. Der ist wirklich gut verarbeitet. Ein bisschen zu fest geht mir das hier ganz unten, aber ist jetzt nicht wirklich so, als wäre das ein Kraftakt. Ein Stift gibt es auch. Das erkenne ich jetzt in dem Fall nur an den Produktbildern des Geräts, die ich kenne, und auch hier an der Lasche an der Seite. Ich habe den nicht, kann den auch daher nicht ausprobieren, aber vielleicht werde ich mir den noch dazu bestellen und einfach mal testen, wie gut der geht. So, dann probieren wir das gleich nochmal aus. So. Okay. Das klappt. Auch nicht wieder beim ersten Versuch, aber bin zufrieden, besser als das Eingeben eines Kennwortes auf jeden Fall. 11 Stunden Akkulaufzeit verspricht der Hersteller. Und ja, das mehr kann ich derzeit auch nicht sagen. Es ist wirklich nur der erste Eindruck. Bin zufrieden mit der Tastatur. Also dafür, dass das Gerät wirklich 10,1 Zoll klein ist und hier eigentlich für die Tastatur jetzt nur der Rahmen, der ziemlich groß ist, muss ich sagen, hier bleibt, ist die Tastatur gut, gefällt mir gut. Und ich glaube auch, dass ich tatsächlich länger damit arbeiten kann, im Zug oder wo auch immer. Ich bin auch zufrieden mit dem kleinen Touchpad, also ich kann hier wirklich gut navigieren. Performance ist bislang, ja okay, das, was vorher gezeigt wurde nach dem ersten Start, das kann passieren. Ich glaube auch nicht, dass das beim Core i5 Laptop irgendwie schneller geht. Habe ich auch bei meinem Laptop immer wieder nach der Einrichtung, dass das passiert. Und ich denke, man kann durchaus zufrieden sein. Die Windows-Gesten. So, mit drei Fingern geht's. Ja. Probieren wir mal hier. Also nicht ganz präzise, nicht ganz zuverlässig, weil die snappt gleich wieder zurück, als würde ich es nochmal tippen. So, jetzt geht's. Ja, auch hier nicht wirklich zuverlässig. Ich hoffe, dass sich das ja nach der Einrichtung, wenn ich dann Windows-Updates hier installiert habe, die es wahrscheinlich dann gibt, wenn all das passiert ist, denke ich, dass das auch zuverlässig funktionieren wird. Ich schaue mir das Gerät jetzt ein paar Wochen an und dann gibt es auch ein ja, ausführliches Video zum Asus Transformer Mini. Und auch einen Testbericht auf WindowsArea.de. Ich danke euch jetzt auf jeden Fall mal fürs Zusehen und sage bis zum nächsten Mal. Tschüss.